If people can't control their own emotions, then they have to start trying to control other people's behavior. Heute ist es dahingehend schwierig, wenn dir jemand so das Totschlagargument entgegenschleudert, du hast meine Gefühle verletzt. And when you're around super sensitive people, you cannot relax and be spontaneous because you no idea what's going to upset them next. Ich bin natürlich des Öfteren gefragt worden, warum hörst du denn auf? Der Grund ist natürlich der, dass ich, und das muss ich wirklich sagen, immer im Fernsehen das gesagt habe, was ich zu Hause auch gesagt habe. Inzwischen rede ich zu Hause anders wie im Fernsehen. Und das ist auch keine dolle Entwicklung. Und bevor hier irgendein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt, du hast wieder einen Shitstorm hergelabert, dann sage ich lieber gar nichts mehr. All humor is critical. If you start saying, we mustn't criticize or offend them, then humor's gone. Es ist ja doch am Ende des Tages eine künstlerische Freiheit. Und wenn es dann irgendwann mal einen Katalog gibt, in dem steht, über die Person, über den Menschen darfst du Witze machen, über diesen Kulturkreis nicht, über diese Menschen auch nicht, dann kommst du in so ein Fahrwasser. Ich habe dann keinen Spaß mehr dran. Bergab geht sogar in der Schweiz von alleine, ja. Wir brauchen die Hilfe der Politik in Deutschland, dass es bergab geht. we mustn't criticize or offend them. Würdest du heute so einen Film noch mal machen oder könnte man so einen Film heute noch machen? Ich würde ihn heute so nicht mehr machen, das ist richtig. Also da ist mittlerweile die... Warum nicht? Weil ja, die Comedy-Polizei ist so streng geworden. Das nimmt mir so ein bisschen die Freude und dann sehe ich, wenn man da in so eine Richtung weiter galoppiert, sehr dunkle Zeiten auf uns zukommen, weil dann wird es irgendwann Leute geben, die einfach sagen, ich mache keine Komödie mehr, das ist mir zu heiß. With humor goes a sense of proportion. And then, as far as I'm concerned, you're living in 1984.